Ja, hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es um die Bearbeitung und etwas Hintergrundwissen zum Thema Apidea, also die Königin-Begattungskisten oder Begattungseinheiten, wie man sie auch immer nennen mag, ist es letzten Endes wie so eine kleine Aufbewahrungstruhe für junge oder alte Königinnen. Ich zum Beispiel habe die Apideas in meinem Betrieb jetzt jahrelang benutzt, um einfach Königinnen zu vermehren. Also sprich, da habe ich junge Königinnen reingesetzt, die dort begatten lassen. Und wenn jetzt irgendjemand eine Königin bestellt oder aber auch die Königin in einem Wirtschaftsvolk eingesetzt werden muss, dann nehme ich die natürlich aus diesen kleineren Begattungseinheiten raus. Macht einfach von der Bearbeitung, also sprich aus Imkersicht, macht das keinen Sinn, solche großen Völker wie hier zum Beispiel zu benutzen, um irgendwie Königin dazwischen zu lagern. Das hier nennt man ja nicht umsonst Wirtschaftsvolk. Da ist auch eine aktive Königin drin, die Brut, die Bienen, der Honig und so weiter. Aber hier, das ist im Grunde genommen wie, stellt euch vor, ich wäre jetzt ein Elektriker und hätte halt einen kleinen Koffer mit meinen Bauteilen. Ja, da habe ich dann ja auch spezielle, keine Ahnung, Kabelverbindungen in einer speziellen Box drin. Und jetzt in dem Fall bin ich halt Berufsimker und brauche ja irgendwie eine Art lebendige Schublade, um junge Königinnen zu lagern. Ne? Und ist ja klar, dass man eine Königin jetzt nicht wie ein Elektrobauteil in irgendeine Box reinsteckt und die Klappe zumacht, sondern ich muss ja um die Lagerung der Königin ein kleines Miniaturbienenvolk erstellen, wo genauso intakt ist wie ein großes Bienenvolk, nur eben wesentlich kleiner. Dieses Video wird wahrscheinlich übrigens auch das letzte sein zu dieser Kistenvariante, weil ich habe ja hier erfolgreich umgestellt auf das Königin-Homehive. Also sprich, das sieht genauso aus wie hier das normale Homehive, nur dass ich eben drei Kammern in der unteren Kiste habe, um jeweils in einem Homehive drei Begattungseinheiten mit drei Königinnen bilden zu können. Da werden auch schon, also ein Video ist schon draußen zu der Königin-Homehive-Kiste und da werden auf jeden Fall nochmal welche folgen. Jetzt heute, wie gesagt, soll es um diese Apidea-Kisten gehen. Und ich verbinde jetzt das Video auch gleich mit dem, was ich so machen muss. Ich habe hier zum Beispiel ein Volk, wo weißellos ist. Da würde ich gerne die Bienen verbinden zu diesem Volk oder vielleicht noch zu einem anderen. Das werden wir gleich sehen. Und dann habe ich hier ein Volk, das habe ich mir von einem anderen Garten gerade vor ein paar Tagen hergeholt. Das ist eine Apidea-Kiste, da habe ich länger nicht mehr reingeschaut. Da steht die Brutentnahme dran und die Durchsicht, möglicherweise die Markierung der Königin und vor allen Dingen, ihr seht es gleich, wenn ich sie aufmache, die ist etwas verbaut, da muss man korrigieren. Jetzt schaue ich aber erstmal, ob ich nicht eine Apidea-Kiste noch über habe. Also ein Aufsatz, nee, habe ich nicht. Das sind nur noch die Böden und eigentlich bräuchte ich jetzt so ein Aufsatzteil. Aber ist nicht schlimm, weil es werden so Waben jetzt gleich fallen wegen der Brutentnahme. Deswegen habe ich mir hier schon mal den Wachseimer vorbereitet. Stockmeißel brauchen wir, Messer brauchen wir, Wassereimer. Und den Smoker, den braucht ihr, also ich brauche es, vielleicht braucht ihr es, ich weiß es nicht. Aber meine Bienen sind tatsächlich speziell in diesen kleineren Bienenvölkern so zahm, dass ich da im Regelfall, also ganz, ganz, ganz selten gehe ich da mal mit Rauch hin, wenn wir mal einen ganz schlechten Tag erwischen, die Bienen pissig sind. Aber ihr werdet es ja gleich sehen, also im Regelfall sind die zahm und gut zu bearbeiten. Wir fangen hier erstmal an mit dem Wirtschaftsvolk. Wie ich die Kisten übrigens bilde, das ist mit einem kleinen Arbeitsschritt im Frühling eigentlich schon getan. Nummer 1, ich lagere mir immer fertige Apidea-Waben im Tiefkühler. Zum Beispiel Futterwaben nehme ich da oder auch leere gelbe werden eingelagert. Alles, was dunkel ist, was Brut ist und so weiter, wird rausgeschnitten. Aber sage ich mal, wenn ich die Kisten auflöse im Spätjahr, dann hebe ich mir schöne, volle Honigwaben, also Futterwaben auf und ich hebe mir leere gelbe Waben auf. Und wenn ich im Frühling jetzt loslege mit der Königinvermehrung, dann brauche ich lediglich zu einem größeren Wirtschaftsvolk gehen und dann mache ich dann einen kleinen Kunstschwarm, bestücke den unter Umständen auch gleich mit der Königin und dann habe ich sozusagen hier gleich ein intaktes Bienenvolk. Und die andere Variante ist, dass ich hin und wieder ja auch mehr oder weniger von diesen Apideas in Winter
Also ich überwinter mit denen, dann nehme ich dann natürlich einen etwas höheren Zager, also jetzt mit zwei Kisten zu überwintern, das wird sehr, sehr schwierig, hauptsächlich wegen dem Futter, den sie schnell wegfressen hier in den Kisten, deswegen muss man halt auf ja, 5, 6 Kisten eher überwintern. Es geht. Und wenn man da erfolgreich im Winter halt rauskommt, im Frühling und die Bienen anfangen zu fliegen, dann ist es ja noch einfacher, diese Kisten einfach zu splitten. Also sprich, wenn die jetzt dann loslegen mit der Brut, dann haben sie noch ein bisschen Futter oben, dann brauche ich auch da nur hingehen und einfach das Volk aufteilen. Beispiel, da hat man so einen 5-Zager und dann nimmt man halt 2 leere Kisten nebendran und bildet halt sozusagen kleinere Brutableger mit aufsitzenden Bienen. Und das ist eigentlich der Start von so einer Apidea-Kiste. Und der Rest ist dann lediglich die Bearbeitung in der Saison. Ja, ihr seht schon, da oben ist es zum Beispiel komplett verklebt schon. Das lag am Platzmangel. Das ist noch so ein Ding, je kleiner die Bienenvölker sind, desto mehr muss man aufpassen, dass die nicht einen Abgang machen. Weil bekannterweise, wenn die Bienen überpopulieren, speziell im Frühling, gehen sie eigentlich in Schwarmtrieb rein, um wieder Platz zu schaffen und sich zu vermehren. Und wenn man das nicht möchte in diesen kleinen Kisten, finde ich, ist eine gute Variante das beständige Rausschneiden von Brutwaben, weil es nicht nur Platz schafft, sondern auch krankheitstechnisch sinnvoll ist. Wir gehen ganz chronologisch hier erstmal hin und dann wird hier alles weggekratzt, was übersteht. Erster Schritt. Bei Bienenarbeiten dürfen eure Hände nie kleben, deswegen ist der Wassereimer immer dabei. Und jetzt kommt der zweite Schritt, das Öffnen der Kiste. Und wenn man es da lange nicht offen hatte, dann passiert halt das hier, dass wir hier ein paar Waben aufbrechen. Das ist bedingt durch das System. Ich muss aber tatsächlich jetzt für mich sagen, also das ist natürlich alles Geschmackssache, aber wenn es um die Bienen geht, finde ich, von Begattungseinheiten, die Apideas, nicht übel. Ein paar Punkte sind dran, die gefallen mir nicht, klar, aber wenn ich es jetzt vergleiche mit anderen Begattungseinheiten, finde ich die Apideas einfach am angenehmsten zu arbeiten. Wenn ein bisschen Honig drauf ist, kann man sie auch gleich essen. Also das nächste, was halt hier wichtig ist, erstmal wieder die Oberträger freilegen. Schauen wir noch mal kurz, ob die Königin markiert ist. Und wegen den Honigtropfen habe ich die Platte einfach von oben nach unten gesetzt. Die ist schon markiert, eine weiße 40. Schade, dann habt ihr das jetzt nicht auf Band, aber ist nicht so schlimm. Jetzt gehen wir erstmal hier zentral in die Mitte rein. Und dann haben wir hier zum Beispiel schon mal eine Brutwabe. Ist auch eine Altwabe. Ist jetzt ein Kandidat, wo ich eigentlich gleich rausschneiden würde. Allerdings schauen wir immer noch mal kurz rein, nicht dass da in der Sekunde alle Bienen am Schlüpfen sind. Hier zum Beispiel haben wir jetzt eine Biene, die schlüpft. Da muss ich leider zugeben, also wegen 1, 2, 3 Bienen mache ich lang keine Ausnahmen. Aber ich gucke mir natürlich schon, bevor ich jetzt eine Brut rausschneide, also ich will jetzt nicht da eine Wabe rausnehmen, die genau jetzt in der Sekunde anfängt zu schlüpfen, finde ich Tierquälerei. Deswegen schaue ich das nochmal mir genauer an. Und rausgeschnitten werden nur Stadien, die also verdeckelt sind. Das ist wichtig. Wir wollen ja, wenn überhaupt, die höchste Anzahl von Varroamilben auch gleich mitnehmen bei der Aktion. Also das Rausschneiden ist jetzt nicht nur da, um das Volk zu klein zu halten, sondern es ist tatsächlich einfach die Milben, also das Milbenmanagement. Diese kleinen Apidea-Kisten, die könnt ihr wirklich gut halten von der Gesundheit mit beständiger Brutentnahme.
Hier haben wir unsere Königin. Zum Beispiel sowas hier rauszuschneiden macht keinen Sinn. Das ist ja hier gerade unter dem Stadium der Verdeckelung. Potenziell gehen wir Rohrmilben übrigens erst bei Tag 5 rein. Aber die größte Masse, die kommt vor der Verdeckelung in die Brutwaben. Ja, und deswegen, wie gesagt, nehmen wir halt Waben nur raus, die verdeckelt wurden und die nicht heute schlüpfen. Also die Wabe kommt jetzt wieder zurück. Was haben wir hier? Das ist auch eine Wabe, die lohnt sich jetzt nicht rauszunehmen, die lassen wir drin. Schaut mal, meine Hände haben immer hier eine Führungsschiene an der Backe von den Waben. So kann ich verhindern, dass wenn ich die Bienen runtergebe mit dem Rähmchen, dass sie an der Seite sich einklemmen. Also reine Fingerarbeit sozusagen. Das wäre jetzt wieder ein Kandidat zum Rausschneiden. Schlupfdatum ist es nicht, deswegen weg mit der Brut. Wenn ich jetzt die Völker übrigens nicht vereinige, also sprich, wenn wir in der Saison sind, uns gar nicht eigentlich darum geht, die Völker abzubauen, sondern eher aufzubauen, dann würde ich jetzt hier wieder die Brut aufsplitten. Brut, Leer und Brut. Also das Leerrähmchen kommt direkt zwischen die Brut rein. Das mache ich aber nur bis ungefähr Mitte Juli. Danach funktioniert es nicht mehr so richtig, weil die Bienen dann auch zunehmend baufaul werden. Also wenn ihr die Brut aufsplittet wie in Wirtschaftsvölkern und zwischendrin einen leeren Rahmen reingebt, dann möchte die Biene so schnell wie möglich zwischen den zwei Brut diese Lücke zumachen mit einer nächsten Brutwabe. Und deswegen bauen die Bienen dann eben sehr schnell und sehr intensiv an einer Wabe, bis sie halt unten fertig ist. Und so kann ich halt mir wieder die Waben zubauen lassen. Jetzt geht es aber eher darum, die Völker abzubauen und die Varroa rauszukriegen. Das da hier lohnt sich nicht zu schneiden, da ist ja nur eine Pollenwabe. Eine Pollenwabe ist immer die, wo nach der Brut kommt. Ich lasse die jetzt aber trotzdem auf dieser Seite erstmal drauf. Und dann schauen wir hier. Ja, und hier sehe ich halt auch Brut. Das betrifft jetzt in der ersten Linie gleich mal die mittlere Wabe. Hier haben wir jetzt Futter und Brut drauf. Und es wäre auch eine Wabe, die ich lieber abschneiden möchte. Allerdings nur auf halber Ebene. Deswegen kommt die jetzt erstmal kurz raus. Und alles andere hier sind... Nee, da ist nochmal eine Wabe. Mit Futter und Brut. Super, das ist eine, die kommt nach unten, muss aber korrigiert werden. Machen wir hier erstmal einen Cut und hier einen Cut. Das da hier bloß nicht schneiden, sondern ich würde empfehlen, das einfach nur mit den Fingern runter zu drücken. Wenn ihr das schneidet, dann habt ihr wieder Bruchkanten dran und die Biene macht es nicht sauber. Also repariert euch das nicht sauber. Ja, und solche Überschüsse mit einem Honigkranz, das muss man halt platt drücken. Beim Plattdrücken gilt generell wieder das Thema Räuberei. Also achtet auf eure Bienen, wenn ihr Honigwaben korrigiert. Hoffentlich haben wir jetzt nochmal eine Brutwabe. Ja, hier. Da haben wir noch was. Auch mit viel Honig. Finde ich nicht so gut, würde ich gern oben belassen. Stelle ich jetzt erstmal auch kurz raus. Und jetzt schnappen wir uns das Bienenvolk, das wir vereinigen wollen. Die sind jetzt schon ein paar Tage weißellos. Und deswegen kann ich diese Bienenmasse ohne Probleme mit anderen einfach verbinden. Die haben zum Beispiel hier jetzt die ganzen
Nachschaffungszellen schon drin. Und das, was ich mir jetzt als erstes raussuche, ist eine Wabe, die ich hier unten in den Brutraum geben kann. Das wäre natürlich jetzt schön, wenn wir hier so eine halbgefüllte Wabe, sowas hier zum Beispiel, da ist ein bisschen Brut drauf, aber auch Futter. Und vor allen Dingen haben wir hier schon die Brut. Die gucken wir uns kurz an, dass da Milben abgeht. Ah, das ist okay. Super, also die erste Brutwabe mit den Bienen übrigens, die kommt jetzt direkt hier wieder rein. Dann können wir hier nochmal kurz diese Wachsschnur säubern. Auch dieses Sauberhalten von den Kisten, das gilt für Wirtschaftsvölker sowie auch für Begattungseinheiten. Je mehr ihr euch da Mühe macht, desto angenehmer ist die Arbeit mit Bienen. Ihr quetscht dadurch natürlich auch viel weniger Bienen. Und jetzt gehen wir trotzdem chronologisch durch. Wir haben hier unsere erste Honigwabe. Die hat hier wieder eine offene Bruchstelle. Nur mit dem Finger begradigen. Mehr braucht ihr da nicht machen. Die Wabe geht ganz leicht in eine Richtung. Hier ein Cut, nur bis zur Hälfte. Und hier nochmal ein Cut bis zur Hälfte. Achtung, Räuberei, wenn das Messer klebt, ne? Können wir hier wieder das nur in Fingern ins Lot drücken und setzen die Wabe wieder retour. Hier an der Seite ist es wahrscheinlich wieder eine Honigwabe. Ja, check. Kurz runterdrücken, gucken, ob es im Lot ist. Ja, die sieht okay aus. Da ist eine kleine Ecke, ist hier, wo etwas rauskommt. Kann ich im Finger einfach platt drücken. Brauche ich noch nicht mal einen Stockmeißel. Und auch wieder rein damit. Dann haben wir hier, die können wir jetzt eigentlich direkt benutzen. Das ist ja hier die Brut, die wir rausschneiden wollen. Jetzt ist die Wabe nur noch auf der Hälfte. Ganz leicht die Überstände runterdrücken im Stockmeißel. Ihr müsst da beim Begradigen echt vorsichtig sein wegen den Räuberbienen. Und es darf auf gar keinen Fall aus dem Flugloch rauskommen. Und ich denke, das da hier ist die krümmste Wabe. Können wir aber auch relativ easy korrigieren. Hier haben wir zum Beispiel eine Verdickung. Und hier ist eine Verdickung. Können wir hier noch mal kurz reingehen? Jawohl. Jetzt gehen wir wieder mit einer Honigwabe. Das hier ist eine Brutwabe, die lassen wir. Hier hätten wir eine volle Honigwabe. Mit Bienen wieder. Setzen wir genau hier rein. Hier eine kleine Bucht, kann man mit dem Finger wieder runterdrücken. Jawohl. Ich finde das Volk ein bisschen zu schwach, um da jetzt eine dritte Kiste draufzusetzen. Was wir hier auf jeden Fall machen können, wir können einfach schon mal sagen, wir übernehmen hier ein paar Bienen in dieses Volk rein. Die Altbienen werden hier übrigens zurückfliegen. Aber die jüngeren Bienen, die noch gar nicht geflogen sind, die haben keine Orientierung. Die werden drin bleiben in der Kiste. So, Volk 1 ist gemacht. Übrigens bei so einer Arbeit, wenn ihr Kisten hier aus dem Verbund nehmt,
beeilt euch ein bisschen mit der Bearbeitung der Bienen, weil wir wollen jetzt auch nicht unbedingt, dass hier die Bienen sich zu sehr austauschen. Es sei denn, es ist Absicht. Beispiel hier. Natürlich baue ich jetzt dieses weißlose Volk nicht mehr hier in der Mitte auf, weil so werden alle Bienen, egal wo ich die jetzt hinpacke, logischerweise links und rechts einfliegen, weil die Mitte fehlt ja. Diesen weißelos werden auch so von beiden Völkern hier auch aufgenommen. So, jetzt schauen wir mal, was wäre jetzt noch so ein Volk, wo wir übernehmen können. Wir haben hier, also da wollen wir auf jeden Fall eine Kiste runternehmen. Und jetzt brauchen wir nur noch das richtige Volk dafür. Ich habe auch nicht mehr viel Zeit, weil jetzt kommen Räuberbienen schon. Machen wir hier gleich mal zu, dass die das nicht unnötig riechen. Oh, das sind sogar ausgebüxt. Also das hier wäre doch jetzt ein Volk, wo man nochmal eine Kiste oben drauf geben kann. Schauen wir mal. Also das hier würde ich jetzt gar nicht erst anschauen. Das ist alles hier, sieht gut aus. Vielleicht allerhöchstens die Wabe ziehen, um einen Schnitt zu setzen. Und da oben müssen wir sauber kratzen. Aber auch hier können wir uns eher auf den unteren Bereich konzentrieren. Schauen wir, was ist denn das? Eine 2023er Königin, die ist aber auch schon markiert. Das hier wäre jetzt wieder eine Wabe mit einem vollen Brutbrett. Auch im richtigen Stadium. Also weg damit. Und wahrscheinlich geht es selber auch mit dieser Wabe hier. Ja, das sieht vielversprechend aus. Ja. Und dann schneiden wir die auch gleich raus. Eine nach der anderen aber. Also alle Bienen, die hier rumfliegen, sind schon diese Räubertiere. Gehen wir hier einmal kurz rein, in der Propolis-Schnur. Das hier können wir auch wegmachen. Und dann gucken wir halt hier, was sich eignet. Also das hier würde sich schon mal eignen. Das kann ja direkt in der nächste Brutwabe werden. Das setze ich lieber nach oben. Das setze ich lieber nach oben, weil das sind zwei Waben, die schneide ich ab wegen der Brut. Auch eine Wabe, die ich lieber rausnehme. Ja, hier. Die wäre jetzt dafür nicht übel. Nur bitte richtig rum. Wie rum ihr die Waben setzt, da gibt es übrigens kein wirkliches richtig und falsch. Ich persönlich habe da halt mein eigenes Konzept drin und ich setze die halt immer so, dass ich hier in der Mitte ein Loch habe. Das da hier ist übrigens dafür da, dass ihr eine Weißelzelle reinsetzen könnt. Oder na, also diese Bollen von Zanderkäfigen, diese Korkverschlüsse, wo die Weißelzelle dranhängt, passt da auch gut rein.
So, wunderbar. Jetzt haben wir ja hier. Moment. Da einmal Wachs weg. Bienen auch bitte. Hier noch einmal ran. Und hier. Ups, jetzt hat es eine Biene gerade erwischt. Sorry. Diese Kiste können wir hier aufsetzen. Und jetzt geht es ja wirklich nur noch darum, die Brut dementsprechend nicht rüberzunehmen. Im Frühling übernehme ich, wie gesagt, immer die ganzen Brutwaben. Deswegen, weil wir die Völker aufbauen. Wir haben jetzt aber schon Juli. Mit der Königinvermehrung bin ich schon lang durch. Das heißt, jetzt bleiben nur noch die Königin, die im Frühling begattet sind, in den Kisten drin. Und jedes Mal, wenn eine Königin dann hier rausgenommen wird, wird ja diese Begattungseinheit aufgelöst. Und da übernehme ich immer die Bienenmasse, aber nicht die Brut. Auch wieder wegen den Milben. Und dass ich die jetzt hier nicht ganz abschneide, das liegt daran, dass wir hier Futter dran haben. Und warum sollte ich das Futter wegschmeißen? Das ist ja wichtig für die Bienen. Das bleibt natürlich dran. Und das letzte Rähmchen, das kommt wieder rein. Und was ich hier gerade sehe, der Deckel ist ja hier kaputt. Machen wir doch hier gerade einen kleinen Austausch. So. Die Königin stimmt wieder, aber der Deckel ist besser. Ja, und jetzt setze ich halt die ein bisschen enger noch zusammen. Und alle Bienen, wo jetzt hier noch in der Luft waren, von diesem ehemaligen Volk, wo aber schon weiß los ist, also die sind jetzt alle, werden in die Richtung hier fliegen und links und rechts in die Völker reinkommen. Ja. Also ich habe jetzt bestimmt nicht alles erzählt, was man zu den Apideas sagen kann und auch zu der Benutzung von denen. Aber ihr habt jetzt einen kleinen Einblick gesehen, wie man damit umgeht. Wenn da jetzt in dem Video vielleicht spezifische Fragen aufkommen, dann kann ich da auch nochmal ein ganz spezielles Video zu machen. Vielleicht zur Schwarmzeit oder so. Kann sein, dass ich die gerade nochmal nächstes Jahr eine halbe Saison einsetze, bevor ich dann wirklich komplett umstelle. Die Umstellung, die ist langwierig, weil es auch einfach Geld kostet, leider. Ja, jetzt wird hier nur noch ein bisschen weggekratzt. Und dann kann man die Kiste, so wie sie ist, wieder einlagern. Und im nächsten Frühling werden die dann alle wieder relativ schnell gebraucht. Und über den Winter über wird alles repariert, was vielleicht Schaden genommen hat oder kaputt gegangen ist. Gut, der Räuberei sind wir hier auch knapp entkommen. Wäre ich jetzt nicht fertig, hätte ich aber so oder so aufhören müssen, weil die Bienen, die sind halt hier schon auf dem Trip. Und Bienen, die einmal anfangen zu räubern, die sind schwer zu stoppen, deswegen soll man das Verhalten auch nicht ausreizen. Hier räume ich jetzt alles auf. Die Rähmchen hier werden nur getrocknet, dann wieder eingesetzt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao.